erstmal hier Platz finden. Hallo. 24 Stunden. Wir treffen uns im Park, im Regen, auf dem Radl. Nicht zufällig, nein, wir sind verabredet. Es ist spannend, fast ein bisschen wie vor 25 Jahren bei der ersten Begegnung mit dem anderen Geschlecht. Es kribbelt. Es ist ein wohliges Gefühl in mir drinnen und es regnet. Und doch, der Regen stört uns kaum. Es ist, als wäre er gar nicht da. Es ist sogar, als würde der Regen uns unterstützen, weil einfach weniger Menschen unterwegs sind. Er hat etwas Intimes, Beruhigendes und Sanftes. Alles, was uns nicht in diesem Moment betrifft, wird weggeschwemmt. Sogar die Zeit wird weggeschwemmt. Und nun sitzen wir hier auf einer viel zu kleinen Couch im Café. Tropfnass. Die Couch ist ungünstig, denn würde man sich richtig darauf setzen, säßen wir nebeneinander statt miteinander. Aber wir sitzen uns gegenüber, ein Bein angewinkelt auf der Couch und schauen uns an. Ganz nah. Es kribbelt. Mein Verstand hat anfangs noch versucht, das Ruder rumzureißen. Das bringt doch nichts. Wie soll das denn passen? Stürz dich nicht ins Unglück. Doch mein Herz war präsenter. Es bedarf nicht vieler Worte und wir spüren beide diese magische Anziehungskraft, die sich unsere Lippen suchen lässt. Ein erster Kuss. Warm, leidenschaftlich tanzen unsere Zungen miteinander und ich habe das Gefühl, ich löse mich auf in dir. Ich möchte, dass es nie endet. Als sich unsere Münder wieder trennen und ich realisiere, wo wir sind, wird mir kurz mulmig. Ich fühle mich wie ein Teenager, der erwischt wurde. Ich sitze knutschenderweise in einem öffentlichen Café quasi mit einem Fremden. Nicht ganz. Ich muss lächeln, wie aufregend. Wir haben uns schon öfters gesehen, unsere Welten haben sich berührt. Und die Energie war auch schon von Anfang an da, aber du warst bestimmt 6 Monate einfach weg, geschäftlich, wie du mir danach offenbart hast. Und an dem Tage, an dem wir uns wieder sahen, hast du mich noch bis zur Tür unten im Gebäude gebracht. Ich hatte das Gefühl, am liebsten wärst du mit mir gegangen, egal wohin. Aber ich musste los. Und so trafen wir uns an diesem Samstag und unsere ganze Begegnung ist wie ein lauer Sommerregen oder ein Spaziergang am Meer. Wir reden und hören zu und doch verstehen wir uns auf einer ganz anderen Ebene. Es ist, als kennen wir uns schon das ganze Leben und darüber hinaus. Keiner muss sich erklären. Es ist, als müsste man nichts sagen. Unsere Augen und Hände tauschen aus, was wir nicht greifen können. Wie kann alleine das Halten einer Hand so erotisch und vertraut sein? Dieser Abend verzaubert mich und unsere Begegnung nimmt unsere ganze Aufmerksamkeit ein. Wir sagen alles für diesen Abend ab. Wir lassen es zu und uns aufeinander ein. Die nächsten 24 Stunden und darüber hinaus. Der Tag, an dem du aus meinem Leben verschwindest, sollte eine vorübergehende Zeitspanne sein, die sich nie aufgelöst hat. Es fühlt sich an wie gestern. Dein Gesicht in meinen Händen, die Tränen liefen uns an den Wangen entlang, war der Moment unendlich und doch absehbar. Wir wollten nur unser Leben regeln, jeder seins, und dann wieder zusammenfinden. Aus den Tagen, Wochen und Monaten wurden Jahre. Und manchmal frage ich mich, wieso es immer noch so weh tut, obwohl es so lange her ist und obwohl ich es so entschieden habe. War es das oder kommt noch was? Denkst du mal an mich oder machst du weiter wie bisher? Bist du allein oder sitzt jemand neben dir? Geht es um dich oder gibt es noch ein Wir? War es ein Traum ohne Zeit und ohne Raum oder war es vorherbestimmt, kurz die Luft mir nimmt? Mich ausspuckt und mir hilft, mich zu besinnen, auf die Stärke in mir und das Leben im Hier, auf die Sehnsucht, die uns antreibt und die Liebe, die uns einverleibt, auf das Hier und das Jetzt. Ich lass los. Danke.